Willkommen zurück zu einer neuen Folge von LS19 Pharmatown. Seit der letzten Folge sind einige Tage hier im Spiel vergangen. Unsere Kartoffeln wachsen und gedeihen. Sie machen mir allerdings auch ein bisschen Kummer. Warum, dazu später mehr. Jetzt habe ich allerdings gerade gesehen, dass wir hier ordentlich Action auf dem Hof haben. Denn ich glaube, Herr Töpfer ist aktuell da und ich denke mal, er will den Raps mitnehmen. Er hat sich so scheinbar schon positioniert. Also ich glaube, es ist das Auto von Herrn Töpfer. Gucken wir mal. Ah ja, es ist der Herr Töpfer. Grüße Sie, Herr Töpfer. Hallo, Herr Meier. Schön, dass Sie mich mal wieder beehren. Ich nehme an, dass Sie mir den Raps abholen hier. Richtig, genau. Wie wir das abgeklärt haben, habe ich sogar schon aufgeladen. 24.841 Liter. Dann hoffen wir, dass Sie den Raps aufgeladen lassen können, denn wir müssen uns, glaube ich, noch einig werden über den Preis. Jo, also in der Regel starte ich bei 1,1. Okay, wenn ich das jetzt allerdings selbst zum Großmarkt fahren würde, dann würde ich, glaube ich, bei 1,2 liegen. Was wollen Sie? Können Sie da noch einen etwas besseren, also ich meine, das ist Bio-Qualität hier, ne? Können Sie da vielleicht noch einen etwas besseren Preis anbieten? Was wollen Sie denn haben? Also, die Rapsernte war jetzt nicht umwerfend, die wir jetzt hier hatten. Deswegen wäre ich schon ganz glücklich, wenn wir ein bisschen drüber lägen. 1,3, 1,4 machen Sie vermutlich schon nicht mehr mit, oder? Na gut. Also, Sie müssen ja auch noch was dran verdienen, das verstehe ich schon, aber... Komm, wir machen 1,3, weil es Bio ist. 1,3. Das ist ein Wort. Darauf gerne einen Handschlag. Da bin ich gerne dabei. Alles klar. Dann wünsche ich Ihnen einen, also das ist auch okay für Sie, ne? Ja, das ist okay. Okay. Super, nicht, dass das jetzt hier nur ein einseitig gutes Geschäft ist. Daran ist mir auch nicht gelegen, denn ich möchte ja, dass Sie auch weiterhin meine Eier, meine Milch und mein Getreide abholen. Ah, das macht nichts. Deswegen, die finanzieren meine Insolvenz. Bitte? Die finanzieren meine Insolvenz. Ich treibe sie, glaube ich, mehr in die Insolvenz. Ja, es ist halt immer, man muss hier ein bisschen die Farm angucken. Also wie gesagt, die Rapsernte war nicht so super. Und deswegen bin ich froh, wenn ich es nicht so am Limit wasche. Vielleicht, wenn es mal wieder ein bisschen reicher ist, dann... Ja gut, dann wird es auch bei anderen Farmern reicher sein. Dann wird der Preis insgesamt ein bisschen sinken. Aber dann könnte ich Ihnen da vielleicht wieder ein bisschen entgegenkommen. Aber in dieser Saison hier ungern. Nee, das ist schon okay. Also an 1,3 werde ich nicht reich, aber ich werde auch nicht arm da dran. Also von daher. Okay. Das ist in Gut. Ordnung. Dann danke ich Ihnen. Ich habe schon Besuch. Ich eile mal rüber, aber ich wünsche Ihnen eine gute Weiterfahrt zu dem Handel oder zu den Verkaufsstationen, wo Sie das dann hinbringen. Ich danke Ihnen, dass Sie vorbeigeschaut haben und würde sagen, bis dann, ne? Jo, bis dann. Tschüss. Ciao. Gucken wir mal hier, Herr Schneider. Guten Morgen, Herr Meier. Haben Sie sich verirrt oder nee. Sind Sie hier auf der Durchreise? Ich habe was für Sie, als Dankeschön. Für letztens, vor ein paar Tagen, waren Sie doch bei mir, haben mir doch geholfen, im Feld, in den Gräsern. Ja, da war ich, ja. Ich habe noch ein paar Silageballen, die habe ich noch mal im Lager, die habe ich jetzt letztens noch mal ein paar umsortiert und habe gesagt, komm, scheiß aufs Geld, ich gebe Ihnen mal ein paar Ballen für Ihre Kühe. Und scheiß aufs Geld, haben Sie gesagt. Ja, das ist ja nett. Das ist ja nett, dass Sie... vorbeikommen. Ja, ich hatte gar nicht damit gerechnet, aber das ist ja super. Die können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Sie haben vermutlich, Sie haben es ja geliefert. Sie wissen ja, dass ich Kühe habe. Ja. Noch habe ich zwar ein bisschen Silage, aber die Ballen sind gar nicht so schlecht. Die kann man ja gut einlagern. Dann müssten wir die da jetzt irgendwie runterholen. Nee, alles gut. Ich würde sie Ihnen einfach runter zum Kuhstall fahren, den Hänger da stehen lassen, machen Sie den leer und wenn er leer ist, dann hole ich mir den wieder ab. Das ist kein Ding. Okay, ja, dann besorge ich mir mal irgendwo eine Ballengabel, dass wir die da irgendwie runterbekommen. Wenn nicht, dann komme ich vorbei und lasse die auch ab, also das ist jetzt nicht das Problem. Ja, oder wenn Sie eine Ballengabel hätten, dann könnte mein Mitarbeiter vielleicht kurz rüberkommen und mit einem Frontlader, das müsste ja dann funktionieren, dann könnte der die kurz abladen. Ja, ich werde mich nochmal mit dem auseinandersetzen, wie wir das machen und dann machen wir das. Ne? Alles klar. Alles klar. Aber sehr nett, sehr, sehr nette Geste, ich danke Ihnen auf jeden Fall und... das macht Spaß. Vielleicht machen wir in Zukunft nochmal was. Ja, alles klar, Maja. Dann noch einen schönen Tag. Alles klar. Los schaffen. Bis dann. Tschüss. Okay. Ich selbst werde mich... Oh, ich glaube, das ist ein Denkfehler von mir gewesen. Denn ich glaube, der Mitarbeiter kann das im Moment gar nicht, weil wir den John Deere nicht haben.
Der ist immer noch in der Wartung. Ich hoffe, der kommt da bald wieder raus. Aber das war jetzt ein kleiner Denkfehler von mir. Aber gut, er hat ja auch angeboten, dass er den Hänger erstmal stehen lassen kann. Wie auch immer, ich werde mich jetzt mal auf den Weg machen, beziehungsweise mal anrufen bei dem Herrn Jansen vom Lohnunternehmen. Denn ich habe ein kleines Problem. Und welches das ist, das erfahrt er jetzt gleich im Telefongespräch. Ich würde sagen, ich ruf mal kurz durch. Jansen? Hallo, Herr Jansen. Hallo, Herr Meier. Haben Sie sich gut erholt im Urlaub? Ich bin ultra erholt. Quasi. So klingen Sie auch. Ja. Ich bin dagegen überhaupt nicht erholt, weil ich ein bisschen Sorge habe. Okay. Ich habe vor ein paar Tagen nämlich Kartoffeln, ja, ist mittlerweile schon ein bisschen mehr als ein paar Tage, da habe ich Kartoffeln angepflanzt. Hm. Und Sie wissen, Sie werden das Problem von anderen Landwirten kennen. Es scheint die Sonne, das ist super für Urlaub, aber das ist wirklich schlecht für uns, weil es regnet seit Tagen nicht mehr. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass die Ernte da ein bisschen mauer ausfallen wird. Deswegen möchte ich da ein bisschen, auch wenn es teuer ist, auch wenn es aufwendig ist, möchte ich da ein bisschen gegensteuern und würde gerne eine Beregnungsanlage aufstellen. Jetzt kann ich mir selbst sowas nicht leisten und hab's auch ehrlich gesagt nicht. Aber ich habe mich ein bisschen umgehört und man hat mir den Tipp gegeben, dass Sie eine haben. Deswegen wollte ich einfach mal fragen, ob ich mir die mal anschauen könnte und gegebenenfalls ausleihen könnte. Ja, sprich prinzipiell nichts dagegen, ne? Müssen Sie nur runterkommen, das heißt, zu uns. Ja, ich bin noch da. Ich habe bis 18 Uhr habe ich Zeit, damit ich zum Skat mit dem Herrn Jakobsen und dem Herrn Schwede verabrede. Bis dann muss ich wieder... Okay. Ja, der Skat-Termin wird sicherlich heilig sein. Ja. Ich bin schon in weiser Voraussicht losgefahren. Dann würde ich sagen, fahre ich mal kurz zu Ihnen und dann besprechen wir alles Weitere. Wunderbar, machen wir so. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Da sind wir also hier beim Lohnunternehmen, schon lange nicht mehr da gewesen und ich nehme an, es hat sich hier eine ganze Menge verändert, hat es auch, ich glaube die MAN-LKW haben wir noch nicht gesehen, ich würde sagen, den machen wir mal schnell aus und ich glaube auch das Gebäude da hinten, Herr Jansen. Ja, moin. Sie haben aber ganz schön umgebaut hier, ne? Ja, wir haben uns ein bisschen vergrößert, wir haben jetzt so andere Expansionspläne, weil die BGA steht ja auch noch nicht, wie Sie vielleicht sehen können. Und Plan ist jetzt ein bisschen vom benachbarten Feld hier hinter dieser Mauer noch mit ins Hofgrundstück zu integrieren und dann anzubauen. Aber da müssen wir mal schauen. Oh Mensch, Sie haben ja große Pläne. Ja, wie immer. Als ich das erste Mal hier war, da sah es noch ganz anders aus. Aber gut, das ist lange her. Jetzt habe ich gerade schon gesehen, das Objekt der Begierde, das steht hier vorne, ne? Richtig, das sind diese beiden schönen kleinen Anhänger. Da dürfen Sie sich gleich einen aussuchen, den Sie mitnehmen. Den anderen nehme ich, wenn es nichts ausmacht. Das ist hier die Rolle mit dem Schlauch drauf und das hier ist Transformator oder wie sieht das aus hier? Diese, ja, genau, Generator, die, oder so? Stromversorgung, genau. Ja, okay. Ja, dann würde ich sagen, packen wir es. Was nehmen Sie? Ist mir völlig wurscht. Der Na gut, Gast dann nehme ich den Generator Ausnahme. Und Sie nehmen den Schlauch. Na, dann machen wir das doch so. Warten Sie mal, kommen Sie noch mal raus da. Ja. Wir müssen noch kurz eine Sache regeln. Mhm. Ich nehme an, für Umme werden Sie es mir nicht geben. Wo liegen wir da preislich, wenn ich das nutze? Habe ich noch nicht vermietet. Da muss ich mir mal einen Kopf drüber machen, was das kostet. Okay. Also sind ja prinzipiell... ganz kompetentes Bürschlein. Da werden wir uns schon einig vom Preis her. Ja. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, starten wir. Ich laufe mal schnell zu meinem Trecker und lasse Herrn Jansen den Vortritt, während er dann da die Schlauchrolle ankuppelt. Werde ich kurz warten und dann hinter ihm herfahren. Dann fahren wir zusammen zum Feld 13
Und dann wird die Anlage dort installiert und in Betrieb genommen. Die müssen wir dann, da müssen wir vermutlich auch noch irgendwie eine Wasserversorgung aufbauen oder so. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber Hauptsache, wir können jetzt erstmal das ganze System da installieren und die Kartoffeln dann bewässern, damit wir eine reichhaltige Ernte haben. Alles andere wäre nämlich, glaube ich, sehr schlecht und würde uns noch größere Verluste einbringen, als wenn wir jetzt hier einfach mal kurz investieren und uns diese Anlage mieten. Gut. Ich würde sagen, ich fahre mal hinter Herrn Jansen her und dann sehen wir uns gleich wieder bei dem Feld 13. Ich habe Herrn Jansen mal kurz überholt, weil ich glaube, er weiß gar nicht, wo wir eigentlich genau hinfahren müssen. Deswegen haben wir mal kurz die Position getauscht und mir ist eingefallen, wir brauchen auch noch irgendwie eine Wasserversorgung. Deswegen rufe ich mal schnell bei Herrn Schneider an und warte, dass er rangeht. Hallo Schneider. Hallo Herr Schneider. Ich wollte Sie einmal kurz fragen, Sie haben ja einen Wassertransporter, ne? Ja, den habe ich. Würden Sie mir den kurz nochmal leihen? Ich konnte noch nicht. Herr Peters ist irgendwie im Moment ein bisschen beschäftigt. Eigentlich wollte ich schon einen kaufen. So. Aber den trifft man hier selten. Bei dem sind auch noch ein paar Maschinen in Wartung. Und ich brauche irgendwie eine Wasserversorgung, weil ich mir vom Lohnunternehmen hier eine Beregnungsanlage geliehen habe. Und die braucht irgendwie noch einen Wasseranschluss. Und das Feld ist zu weit weg von meinem eigenen Hof. Das können wir so nicht anschließen. Okay, jo kann man machen. Bring ich ihn vorbei. Soll ich die holen oder bringen Sie die? Ja, ich habe jetzt nichts zu tun. Ich mache jetzt gleich Feierabend, fahre ich ihn jetzt vorbei und dann ist alles gut. Passt schon. Dankeschön. Kein Thema. Feld 13 ist das, da wo die Kartoffeln angesetzt Jupp. Sind. Jupp, alles klar. Okay, gut. Das ist ja hervorragend, dass Herr Schneider uns da so unter die Arme greift. Das ist nett. So langsam habe ich mich hier so ein bisschen eingelebt. Herr Jansen, das ist das Feld und Sie sehen, die sind noch mickrig und ich würde sie gerne ein bisschen weiter anwachsen lassen. Aber die brauchen jetzt in dieser Phase, glaube ich, sehr viel Wasser. Ja, ist genau der richtige Zeitpunkt, um hier mal ein bisschen was drauf zu bringen. Ist schon ziemlich trocken. Ja, na dann machen wir das doch mal. Es ist wirklich ein Graus für jeden Landwirt, dass hier nur die Sonne scheint. Also ich meine, Sonne ist schön, ist auch wichtig und so, aber Sie wissen, Regen ist auch mal ganz hilfreich. Dafür müssen wir jetzt sorgen. Was muss ich tun? Wie kriegen wir die Anlage zum Laufen? Ich habe gerade schon Herrn Schneider angerufen, dass der uns hier Wasser vorbeibringt. Ja. Brauchen wir am Feldrand. Und? Ich weiß nicht, wollen Sie das machen und ich erkläre es Ihnen oder soll ich es einmal zeigen? Ja, wenn ich das mal wieder nutze, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich schon mal so ungefähr wüsste, wie man das bedient. Ja, und zwar müssten Sie dazu erstmal in den Steuer reinhüpfen und dann den Anhänger hier dort platzieren, am besten in der Feldmitte. In der Feldmitte, ja, okay. Genau. Und dann vom Transport in den Arbeitsmodus wechseln. Okay. Dann stelle ich den mal hier hin. Vorher einmal wenden. Einmal wenden, ja, genau, okay. Einmal wenden. Ich meine, das Feld ist nicht groß. Das heißt, die Erträge werden jetzt auch nicht, die Einbußen werden jetzt nicht riesig. Aber trotzdem ist es halt das einzige Kartoffelfeld, was wir im Moment haben. Und ein bisschen was möchte ich schon rausbekommen. Und so mickrige Kartoffeln, die bringen einem auch nichts. So, okay. Dann wechsle ich einmal in den Arbeitsmodus. Genau. Jetzt wird dieser kleine Wagen hier mit der Spritze abgesetzt. Und dann schiebt sich die Kabeltrommel, sag jetzt mal Kabeltrommel, diese Schlauchtrommel, spult sich dann ab. Und wenn sie jetzt einfach Richtung Feldrand fahren, wo der Klaus Schneider gerade schon mit dem Wassertank kommt, dann geht's da gleich weiter. Ich kann jetzt sofort losfahren. Genau, losfahren. Die hier ist eine Sperre drin. Okay. Der bleibt jetzt stehen, der kleine Wagen. Und jetzt sehen Sie ja, wie sich das abrollt. Alles klar. Das ist ja hervorragend. Ja. Okay. Genau, dann stellen Sie ihn hier einfach an den Feldrand hin. Ja, nur, ja. Ja, so dass er nicht auf dem Feld steht am besten. Genau. Ja, das reicht schon. Genau, und abkoppeln. Ja. Und jetzt ein Stück vorfahren. Okay. Ist soweit gemacht. Okay. Klasse. Herr Schneider, danke, dass Sie so schnell vorbeikommen konnten. Wo soll ich das genau hinstellen? Oder soll ich es einfach hier abstellen? Stellen Sie es ruhig hier einfach ab, den Hänger. Ich bringe ihn dann wieder vorbei, wenn wir soweit fertig alles sind. Klar. Und würde ihn dann später ausrichten. Jupp. Alles klar, dann noch einen schönen Abend. Okay. Ah, mit vereinter Manneskraft wird hier gerade noch der Generator
hingestellt. Herr Schneider? Ja? Nee, Herr Schneider. Achso, Herr Schneider. Herr Schneider. Herr Schneider, ja. Bevor Sie wegfahren. Nicht dahin, hier auf die andere Seite. Am besten da, wo ich jetzt stehe. Hier. Also ich hatte gerade mit Herrn Schneider verabredet, dass ich den später noch justieren kann. Okay, alles klar. Also fahren Sie doch schon ruhig. Okay, dann hab ich nichts aber zu sagen. Lassen Sie den Wagen hier, ne? Ja, klar. Bis denn. Okay. Bis dann. So, dann transportieren Sie das jetzt hier noch. Genau. Alles klar, die Beregnungsanlage ist soweit, glaube ich, mit dem Generator hier verbunden. Dann würde ich sagen, hole ich jetzt schnell den Wasserwagen und dann starten wir das Ding und dann kriegen wir hoffentlich ein bisschen Wasser aufs Feld. Bisschen viel Wasser. So. Müssen wir dann natürlich immer mal tauschen, aber wir haben hier keinen Wasseranschluss oder sowas. Das müssen wir also irgendwie so regeln. Ich drehe mal lieber. Keine Faxen machen. So, ich meine, das Feld, das wird auch relativ flott dann beregnet sein. Also, das wird jetzt keine tagelange Aktion, sondern jetzt müssen wir dann den Standort müssen wir immer noch ein paar Mal wechseln. Aber ich denke, das wird dann relativ flott vonstatten gehen. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir den hier stehen. Herr Schneider verbindet das Ganze noch. Herr Jansen, jetzt sage ich schon Herr Schneider, Herr Jansen, man kommt hier ganz durcheinander bei den ganzen Experten. So. Und Herr Jansen, können wir es starten? Generator läuft, müssen wir nur noch den Sprinkler anstellen. Wollen Sie aufs Feld gehen, gucken, ob er läuft? Jo. Gut, dann auf Ihr Kommando mache ich den dann mal an, ne? Jo, machen Sie. Dann los? Jo. Läuft? Na, kommt. Ja, jetzt läuft er. Sehr schön. Hervorragend. Hat doch geklappt. Super. Ja, oh, jetzt haben wir hier tatsächlich eine Bewässerung. Und der. Das Ganze wechselt auch die Position, ne? Also, das wird jetzt nicht nur eine. Ja, der läuft. Können Sie sich hier hinstellen und gucken. Ganz langsam, schön. Ja, ich hatte gerade schon. Ja, das Gefühl, dass der auch hier unterschiedliche Positionen abdeckt. Okay, gut. Dann danke ich Ihnen für die Installationshilfe hier. Ich werde dann immer dafür sorgen, dass hier genügend Wasser vor Ort ist. Ja, und preislich müssen wir dann nochmal gucken, was wir da vereinbaren. Aber soweit ist es ja auf jeden Fall schon mal ein gutes System. Und dann hoffen wir, dass das der Ernte zugute kommt und dass unsere Ernte nicht noch durch irgendwelche anderen Sachen zerstört wird. Ne? Ich meine, es gibt ja einiges, was hier so... Ja, ich gucke hier immer auch so ein bisschen auf die Bäume und so. Ich glaube, hier sind auch so, ist ein bisschen wild unterwegs. Mhm. Und wissen Sie ja selber, wie das ist, ne? Da wird aus so einer großen, prächtigen Ernte dann gern mal eine etwas kleinere Ernte. Ja. Wie auch immer, ich danke Ihnen für Ihren spontanen Einsatz und auch den von Herrn Schneider. Würde mich freuen, wenn wir uns dann bald wieder sehen. Ich habe bald auch vermutlich wieder einen Auftrag für Sie, weil ich nicht das Equipment dafür habe, die Kartoffelfelder hier abzuernten. Deswegen werde ich das vermutlich an Sie geben. Können Sie auch schon so ungefähr einplanen. Wissen ja auch ungefähr, wann das dann soweit sein wird. Ich danke Ihnen und würde sagen, gute Heimreise, gutes Skatspiel mit Ihren Kollegen und bis dann. Ne? Alles klar. Sie sollten jetzt aufgehen, sonst werden Sie nass, ne? deswegen wollte ich auch schnell zum Ende kommen. Oh, dem Strahl müssen wir hier ausweichen. Ich danke euch soweit fürs Zuschauen. Das ist eine spektakuläre Aktion gewesen hier mit Herrn Jansen zusammen. Gut, dass er die Gerätschaften dazu hatte. So Spezialgeräte habe ich einfach nicht auf dem Hof. Und ich glaube, im Moment ist es auch nicht sinnvoll, das zu kaufen. Vielleicht später. Ich danke euch fürs Zuschauen. Diese Modifikation ist übrigens Teil des Mod-Contests. Wenn ihr dafür also abstimmen wollt, tut das gerne und unterstützt damit gerne den Modder. Das ist ein ziemlich cooles Teil, auch mit Solaranlage und so weiter und so fort. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schaut gerne in die nächsten Folgen wieder rein und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr glaubt, ob das hier eine gute Investition, eine gute Installation war oder ob ihr sagt, war eher unnötig, vermutlich hätte es bald sowieso geregnet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.